Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video vom Train Simulator 2020 beim Hochsauerland Gaming. Ja, heute fahren wir eine Regionalbahn nach Lutherstadt-Wittenberg. Wie man hier sieht, es wird eine ruhige Fahrt in den kalten, klaren Wintervormittag werden. Das heißt, wir haben Schnee auf der Strecke. Die Fahrt beginnt Leipzig Hauptbahnhof. Der Zug hält an allen Unterwegsbahnhöfen und Haltepunkten. Unerwartete Dinge werden nicht passieren. Beachten Sie jedoch nicht zu trödeln. Der Fahrplan ist ein Originalfahrplan. Bla 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 bla. Rüsten Sie die Lok auf. 160. Okay. Trödeln tun wir sowieso nie, weil ich sowieso immer überpünktlich bin. So, jetzt machen wir erstmal hier auf. Und dann schauen wir einmal hier rein. Machen einmal vorne an. Machen hier das Bremse voll, Richtungswende an. Boah, ja, da haben wir aber ganz schön hier ganz schöne Haltestellen heute, die wir hier fahren werden. Lutherstadt Wittenberg, Ankunft 11:21 Uhr. Also wir werden 1,5 Stunden werden wir wieder unterwegs sein. So, Genehmigung Haltesignal erteilt. Das haben wir jetzt auch gemacht. Ja, das Licht ist an. PZB gibt es hier auch wieder nicht. Jetzt muss ich noch mal gerade was gucken, ob das denn jetzt hier vielleicht in der Version heute. Ach ja, was ist hier? Ach ne, den Dachstromnehmer, den müssen wir anlassen. Sonst haben wir nämlich keinen Saft hier auf dem Ding. So, was haben wir heute hier? Ausgewählter Zug. Geben Sie die Zugnummer ein. Ist in dieser Version auch nicht verfügbar. Kriegen wir heute das Fenster mal auf? Nee, heute geht das Fenster geht auch nicht auf. Ja, wir haben noch ein klein wenig Zeit. Wann ist denn hier überhaupt Abfahrt heute? Ankunft 10:05 Uhr, das haben wir schon. Abfahrt ist 10:08 Uhr. Schauen einmal gerade. Wir haben ein gelbes Signal. Hauptbahnhof Leipzig. Ja, ein gelbes Signal, das heißt, wir müssen uns annähern. Langsam. Ja, das werden wir jetzt. Jetzt ist es ein grünes Signal, das heißt, jetzt haben wir freie Fahrt bekommen. Weiche wurde umgestellt. Und dann schauen wir mal, was die Fahrt hier so bringt. Unser Nachbarzug fährt schon los. Ja, und dann schauen wir mal, was heute die Fahrt hier bringen wird. Wir fahren den RB 37286. So, in 30 Sekunden ist dann auch schon Abfahrt hier. So lange müssen wir noch warten. Schauen wir einmal, was haben wir hier. Das ist für uns auch noch uninteressant. Genehmigung zum Überfahren, das halten wir abgelaufen. Ja, gut. Kann ich es jetzt auch nicht ändern. Der ICE ist jetzt eingefahren. Ja, dann holen wir uns einfach noch einmal die Genehmigung, Signal erteilt. Okay, weil wir fahren ja jetzt ab. So, dann fahren wir Leipzig Messe. Auf Gleis 2. Ja, bei Schnee bin ich auch noch nicht gefahren. Das könnte vielleicht mal ganz interessant werden heute. Ist auch ein kurzer Zug. Wir haben nur drei Waggons. Reicht aber auch. Wir müssen hier nicht jedes Mal so lange Züge fahren. Ein kurzer Zug reicht. Jetzt grün geworden.
Ja, wenn man das ein bisschen gespielt hat, man auch langsam den Faible dafür raus und sieht auch schon so einige Sachen in Entfernung, wie welche, ja, welche Farben an welchen Signalen oder Vorsignalen stehen. Gespielt habe ich das Szenario noch nicht. Also das ist heute auch das erste Mal, wo ich das Szenario spiele und vor allem das erste Mal mit Schnee. Wie man hier sieht, ist alles Eis. Sehr viele Haltestellen heute. Schauen wir mal, was das hier heute so bringen wird. So, hier kamen die Schilder jetzt für die 100. Jetzt dürfen wir unseren Zug beschleunigen. Ja, vielleicht kann es sogar passieren, dass wir heute mal den Sandstreuer brauchen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. So, gelbes Signal, das ist für die andere Seite. Wir haben hier ein Grün, die linke ist. Da hole ich mir jetzt sofort die Genehmigung. Da müssen wir hier ein bisschen aufpassen, solange wir hier noch in dem Bahnhof sind. Ja, Bahnhofszugringer oder Abteil oder Ende, wie man das auch nennen mag, uns hier befinden. Nicht, dass wir hier noch irgendwo zu schnell unterwegs sind. Aber das scheint bis jetzt gut so auszusehen. Wir dürfen mal 120 jetzt fahren. Höchstgeschwindigkeit waren ja 160, was wir hier vorhin in dem Briefing hatten. So 119, das reicht. Immer schön auf unsere Signale achten, da steht nichts. Ich fahre so lange in der Perspektive jetzt weiter, solange wir uns hier noch im Bahnhofstrakt befinden. Das nenne ich mal Haltepunkt. So.
Ja, dann würde ich sagen, melde ich mich dann zum Schluss wieder, wenn wir fertig sind. Und lasse euch jetzt mit der Fahrt hier mal ein bisschen alleine. Bis dann. So, Rackwitz haben wir nur einen kurzen Aufenthalt. Da geht es auch schon gleich weiter. Nach Tschortau.
weiter geht's. So, und weiter geht's.
Ausstieg und Fahrt Richtung rechts. Jetzt haben wir nur noch eine halbe Minute Verspätung. Könnten wir wieder reinholen. Neben uns steht eine Rangierlok. Hört sich an wie ein Traktor.
So, wir haben immer noch eine Minute Verspätung. Dann ist das so. So, weiter geht's in unserem Fahrplan. Nächster Halt Bitterfeld, Gleis 6, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hier haben wir jetzt ganz schön Aufenthalt. Vorhin eine Minute Verspätung, jetzt 3 Minuten zu früh. Nichts ist unzuverlässiger wie die Deutsche Bahn. So, jetzt haben wir hier Aufenthalt. 7 Minuten. Tja. 7 Minuten.
Was sagen die Signale? Die sagen gut.
So, schwupps, und da bin ich auch wieder. So, was haben wir jetzt? Können wir nämlich hier gleich weiter. Das war jetzt auch der längste Aufenthalt hier. So, Signale waren okay, ja. Gut, dann warten wir drauf, dass wir hier weiter können. So, weiter geht's. Weiter geht die Fahrt.
So, hier haben wir 2 Minuten Aufenthalt und dann. So, wir dürfen aber noch nicht abfahren. Jetzt. Weiter geht's. Gleis 2, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
hier an, dann kann der Güterzug nämlich losfahren. Gleich. So, was haben wir hier? Nix. Okay, so, was haben wir denn jetzt noch für Haltestellen? Ja, noch 5 Haltestellen, dann sind wir fertig.
So, und weiter geht's.
So, und weiter geht's. Da sind wir ein bisschen drüber hinausgefahren. Das macht aber nichts. Das macht nichts. So, dann schauen wir mal zum Fenster raus. Da ist nichts.
So, die Lokbremse haben wir wieder gelöst. Dann können wir jetzt gleich weiter. So, dann haben wir den noch und dann sind wir auch gleich in Lutherstadt Wittenberg.
Station, auf geht's zur letzten Haltestelle. Ausstieg in Fahrtrichtung links.